Ich bin der Meinung, PlayStation wird noch Silent Hill für PS5 droppen. Also die Gerüchte würden's vorhersagen. Eigentlich sollte nicht nur ein Silent Hill-Spiel in Entwicklung sein. Ob das in irgendeiner Form mit der PlayStation 5 dann wirklich in Verbindung gebracht wird, dazu weiß man nicht. Es wird Sinn machen, dass es zumindest auch für die PS4 kommt, F5. Aber theoretisch warten viele schon lange auf einen Silent Hill Release. Und ich meine, es wäre so logisch. Also, die wären doch total bekloppt, Konami, wenn die kein Silent Hill Remake, Reboot oder Fortsetzung machen würden, nachdem Resident Evil mit seinem Reboot jetzt gerade so abgesahnt hat, alles. Das wäre, also, Spark Duck. Nicht sehr klug, ziemlich stark, gehört zu den New Dogs, echter Name Maxwell Morgan. Dieser maskierte Vollstrecker kann gigantische Blitze absorbieren und austeilen. Er nutzt seine Kraft für Verbrechen aller Art, von Gelegenheitsdiebstahlen und Kleingaunereien bis hin zu Auftragsmorden. Okay, inwiefern kann ich mir das vorstellen, dass er gigantische Blitze für Gelegenheitsdiebstähle nutzt? Ich meine, so Taschendiebstahl oder wie? Blitzt er einfach mal am Bahnhof alle Leute tot mit einem gigantischen Blitz und klaut denen dann die Geldbeutel und läuft weg? Oder wie? Der Unfall ließ ihn mit seinen starken neuen Fähigkeiten und einem Gehirn zurück. Oh nein, ein Gehirn hat er auch noch, das ständig von Stromstößen geplagt wird. Seine extreme Angst vor Wasser lässt einen potenziellen Schwächepunkt vermuten. Doch noch niemand hat sich diese Möglichkeit zu nutzen gemacht. Bis jetzt. Hat ihm der einfach mit einem Gehirn zurückgelassen. Okay. Das ist natürlich ein Schicksal, ey. Ignorance is bliss. Wer will schon ein Gehirn? Glücklich wird man damit nicht. Komm wieder rüber, Ellie? Ja. Großes rundes Haus. Da ist es. Scheiß auf all die Arschlöcher. Oh, ich bin ja anscheinend nicht unsichtbar. Dammit. Los, um sie herum! Ich bin dran! Sie rennen! Ich hab sie! Tja, du kannst gehen. Oh, Mist. Hier drüben. Nicht gut. Der lässt sich zum Glück sehr viel Zeit. Der hätte mich jetzt ungefähr 5-mal erschießen können, während ich nachlade. Aber er ist halt ein höflicher Kerl. Ah ja, genau, Sprengpfeile, Mensch. Jetzt aber. So. Jetzt wird's lustig. Oh Gott, ey. Der ist geplatzt. Das war... Wow. Okay, das ist ziemlich krass. Meine Güte. Hey, könnt ihr mal aufhören, bitte? Runter!
Aha. Da kommen sie schon und wollen mich flankieren. Ach nee, das sind Infizierte, okay. Soll ich die noch freilassen? Sind hier noch menschliche Gegner? Ah, da oben ist zumindest noch einer. Wo kommen die Infizierten da überhaupt hoch? Ah, da ist auch noch einer, okay. Halt, stopp. Lieber Sprengpfeile machen. Die sind auf jeden Fall sehr effektiv. Damn, das hat Drillgun. Hallo, wie geht's? Okay. Ich glaube, ich befreie die mal. Der eine läuft ein bisschen verdächtig in meine Richtung. Das passt mir nicht, aber schauen wir mal. Ich bin einfach ganz leise. Dann kann ich den nicht befreien, Mensch. Jetzt ist er in meine Falle gelaufen. Na super. Okay, na super. Das hat gut funktioniert. Nicht. Warum kann ich den nicht befreien? Verdammt nochmal. Oh oh. Jetzt hat er mich gehört. lieber weg hier. Nein, jetzt bin ich tot. Irgendwie war sein Ring kugelsicher. Ich glaube, weil die beiden Ringe so nah zusammen waren, habe ich immer den Ring von dem einen getroffen. Die hatten verschiedene Ringe, mit denen die am Boden befestigt sind. Ein bisschen komisch. Das lief nicht ganz so wie geplant. Jetzt weiß ich nicht genau, wo es gespeichert hat eigentlich. Vor dem ganzen Kampf leben noch alle. Nee, meine Sprengpfeile sind ganz schön aufgebraucht, also keine Ahnung. Ich versuche das aber nochmal, weil grundsätzlich finde ich das lustig, die zu befreien. Oh, Carter, jetzt vor dem Bildschirm rumtanzen ist gerade echt eine super blöde Idee. Wenn du mal eben kurz bitte weggehen würdest. Ja, Carter, es hilft jetzt nichts. Puh, überall Haare. Okay. Nein, jetzt geh doch nicht zu mir. Zumindest sagen die für Ablenkung. Oh oh. Schön. Ich mag das, wenn man in Videospielen so verschiedene Fraktionen gegeneinander sich gegenseitig auf den Hals hetzen kann. Finde ich immer schön. Ah, dammit. Was zur Hölle mache ich denn da? Ah, habt ihr das gesehen? Jetzt bin ich irgendwie komisch glitschig hängen geblieben in der Sprint-Animation an dem toten Zombie irgendwie hängen geblieben und konnte mich nicht mehr bewegen. Das war ungünstig. Wisst ihr was? Alles muss man selber machen. Ich glaube, ich befreie die jetzt einfach nicht mehr. Voll Crusader, dankeschön für den Bitregen. Yippie!
Pizza. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Weil ihre Sprengstoffwaffen sind für sowas schon sehr nützlich. Da würde ich gerne noch ein paar mehr craften davon. Und ein paar Heilungssnacks wären auch nicht schlecht, hätte ich auch nichts dagegen. Ah, oder gleich ein ganzes Medkit, noch besser. Es ist wirklich, es ist halt einfach teilweise ein bisschen doof, weil hier liegen irgendwie Bandagen und Medikamente und alles Mögliche. Aber Bandagen gehen nicht. Ich brauche Stofffetzen, damit ich mir meine Medikits machen kann. Bandagen und Antibiotika, Desinfektionsmittel, ne. Ich will Schnaps und einen alten Lappen. So habe ich es gelernt damals von Joel und so mache ich das heute noch. Diese ganze altmodische Vorinfektionsmedizin, an die glaube ich nicht. So denkt sich das die Ellie wahrscheinlich. Alles klar. Alles klar. Das war Ellies Zeichen für... Oh! Doch nicht, das war doch nicht das Zeichen für, wir haben es geschafft. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das kam von da hinten. Hat sich nochmal gemeldet. Es gab jetzt ein Update. Oder kommt das erst noch? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habt ihr das mitbekommen. Ein Update von The Last of Us mit neuen Einstellungen und Modis. Unter anderem ein neuer, superschwerer Schwierigkeitsgrad und ein Permadeath-Modus. Einmal sterben und du darfst von vorne anfangen. Nicht speichern, nix. Wenn man unbedingt meint, kann man machen. Na gut. Jenny. Ich schicke euch etwas Fleisch, Granatäpfel und Kartoffeln, die ich gerade bekommen habe. Sie waren beeindruckt davon, wie viel Streuner ich geschnappt habe, und sie wollten mich belohnen. Wir haben die beste Ernte, seit wir uns hier niedergelassen haben. Bitte sorgt dafür, dass meine Mutter die fettigen Stücke bekommt. Sie hat neulich viel zu dünn ausgesehen. Gezeichnet Pat. Ja, ich verstehe schon, Spiel. Das sind ja auch nur Menschen, die überleben müssen und bla 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 bla. Aber deswegen muss man nicht zum fucking Sklaventreiber werden, okay? Spiel, da kannst du mir jetzt nicht mit so einer sind auch nur Menschen Moralkeule kommen. Vergiss es. Es gibt Grenzen, die man nicht überschreitet. Postapokalypse hin oder her. Sollen die halt selber ihre Tomaten pflücken? Ich verstehe nicht mal das Problem. Statt den ganzen Tag da rauszugehen und irgendwelche Leute zu entführen, sollen die halt auf ihre fucking Felder gehen und Tomaten pflücken, mein Gott. Die machen hier nicht so den Eindruck, als müssten die übers Überleben kämpfen und hätten keine andere Wahl. Also komm mir nicht so. Sag mir lieber, wo es jetzt weitergeht, Spiel. Das wäre auch nicht schlecht. Die Infizierten haben schon die beste Entschuldigung zu töten. Ja, die wollen sich im Grunde nur fortpflanzen. Durchs Beißen.
Das machen die halt so. Die sind nur missverstanden. Die wollen nur Liebe im Grunde. Also der Pilz, der die befallen hat zumindest. Da war ein Angriff. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Bestimmt ein verfluchter Streuner. Scheiße. Ausschwärmen. Bewacht den Turm. Dammit, ich weiß nicht, wo ich mich hin zurückziehen soll. Hier ist nicht sehr viel Fläche. Aber einfach mal irgendwie random ein paar Bomben legen ist immer eine gute Idee. Man sollte nur nicht selber reinlaufen und dann in die Bewegungsmelder-Minen-Dinger. Das wäre sonst ungünstig. So, und jetzt machen wir sie wütend, würde ich sagen. Den hätten wir. Ist es nur noch einer, wirklich? Die Klicker irritieren mich echt, aber gut. Nee, da hat sich noch einer bewegt. Das ist nicht nur einer, aber gut. Weiter so? Findet er das gut, dass ich seine Freunde umbringe oder wie? Vielleicht mag er die nicht besonders gern. Weiter so! Schlag ihn! Au. Rück weiter vor! Ich glaube, ich werde da gerade flankiert. Oh, come on. Fast geschafft. Wo sind die verfluchten Gefangenen? So, kurz heilen. Und dann geht's weiter. Cool wäre es irgendwie, wenn das so ein telepathischer Pilz wäre. Ich weiß nicht genau warum. Ist gerade so ein spontaner Gedanke. Vielleicht, weil ich gestern noch über die Borg philosophiert habe. Aber wenn das so ein Kollektiv wäre, dass alle, die mit dem Pilz infiziert werden, quasi so verbunden sind. Ich meine, das ist viel zu Science Fiction für das The Last of Us Universum. Aber die Idee finde ich immer gut. Ich mag so Kollektiv-Erreger oder so. Habe ich mir nur gerade spontan gedacht. Fände ich irgendwie nett. Warte mal, die Waffe könnten wir pimpen. Evelyn lässt grüßen. Ah ja, stimmt. So ein bisschen. Ja, ja, da hast du recht. Vielleicht deswegen. Vielleicht denke ich deswegen dran. Ich habe auch einen Film gesehen vor kurzem. Da ging es um sowas Ähnliches. Das war so ein Indie-Horrorfilm. Ich kann euch den Namen leider nicht sagen. Der war aber gar nicht schlecht. Wirklich, der war gar nicht schlecht. Und da geht es auch um so schwarze, ölige Flüssigkeit, die irgendwie alle befällt. Und dann haben die auch so einen kollektiven Verstand. Vielleicht... Ich habe mich in letzter Zeit viel mit so kollektiven Erregern beschäftigt. Wahrscheinlich fällt es mir deswegen ein. Oder was heißt beschäftigt, stimmt nicht, aber habe ich konsumiert Medien mit solchen. Ich meine, bei Evelyn wird alles von Evelyn kontrolliert. Die anderen oder das, was ich meine, wäre eher so ein Kollektiv, dass einfach alle Bewusstseine miteinander verbunden sind und ein neues, übergeordnetes bilden, die dann alle miteinander sich verschiedene Körper teilen quasi. Wenn einer stirbt, bleibt aber das Bewusstsein im Kollektiv erhalten, weil die Körper nur noch quasi Anhängsel sind. Solange ein Körper existiert, leben alle weiter.
Lampe. Ich hab die Schlüssel. Ja. Die Tür. Zu den Waffen. Los, 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 mach schon. Los. Hier. Okay, los. Auf geht's. Hey, wo? Wo ist Abby? Sie hat einen Biss. Zurück. Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich. Hey, hey, hey. Abby wollte abhauen. Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nicht zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Na los! So, jetzt beginnt die Revolution. Sehr schön. Wo steckst du? Ich meine, das war zwar nicht Ellies Hauptziel, aber wenigstens hat sie zum ersten Mal in dem Spiel irgendwie was Positives gemacht.